Erde. Schon wieder was? Hä? Die Skelette sind schon ein bisschen dumm. Laufen gegen die Wand und legen rum. Das hat sich gereimt. Mein Lieblingsessen. Alles, was italienisch ist. Oder fast alles, sagen wir es so. Pizza, Spaghetti. Lasagne. Habe ich doch gesagt, Liefer. Ich habe Resi 5 vor kurzem mit Mini durchgespielt. Fertig. Ancient Heart. Ich hab dir aber auch schon letztens gesagt, dass wir alles andere spielen können, aber Resi 5 halt jetzt nicht. Nicht die nächste Zeit. So, Lock Nummer 3. This looks like the rest of Captain Reed's lock. Read it, I wanna know what happened to Reed. Settle down, Squirtle, let me see here. I am held captive. The Navy has sent a strange bearded pig to visit me. Was? Ein Schwein mit Bart? I'd not think the Navy to keep a pet for themselves, nor defer to it as captain. For all its brutish smell, it spoke with words like a man, and told me what it wanted to negotiate. It instructed me to investigate an island, where none have been able to safely approach. Yes, the infamous Isle of Siren. In exchange for investigating the island and returning alive, it would graciously release my entire crew from incarceration. I've always had a gift for spotting a liar by observing faces, and I don't trust that grotesque swine to keep its promise for a moment. But had I refused, I believe it would have kept its other promise, to hang my crew. Truly, we live in mad times. I reminded myself that I want to be a good man, and agreed to be the pig's lickspittle, and so I find myself before the Isle of Siren. So Captain Reed did come to the Isle of Siren. Yeah, that's what it sounds like. Gotta say, this Captain Reed seems like a pretty crass fella. Ein ziemlich krasser Dude. That's rich coming from you. Even so, his anguish is palpable, and you can tell he was mainly concerned for his crew. He was made the scapegoat of crimes he never committed, then used as a pawn. The people responsible for this past atrocity are a disgrace to the Greek Navy. Poor Reed. If word got out about this, it could cause problems. As I recall, the Greek Navy has quite a sterling reputation. Books call him the Glory of Greek on account of their traditions and discipline. Sometimes the darkest shadows are cast by the light of glory. Okay. For now we should move on. Yeah, we've come this far already, so we might as well see this through. So. Oh. Mal kurz zu dem Thema. Das war so. Moment. Oh, wie sieht doch den Gegner an? Lifua hat mich gefragt, kurz bevor mich Mini gefragt hatte. Aber als mich Mini gefragt hatte, war halt schon beschlossen, wann wir spielen. Bei Lifo war es also, ja, wir spielen es irgendwann. Mal gucken. Und dann, ich glaube noch einen Tag vorher oder sogar an dem gleichen Tag noch, als ich mit Mini dann angefangen habe zu spielen, hat mich Lifo wieder gefragt und da war es halt dann zu spät. Ja, du hast es halt nicht besessen, genau. Und dann, kurz bevor ich mit Mini angefangen habe zu spielen, hast du es dann geholt und mich gefragt. Und da habe ich dann schon gesagt, ich weiß nicht.
hard fiber. Ja, wir können es bestimmt irgendwann mal spielen, aber jetzt habe ich halt das Spiel vor kurzem durchgespielt und war ganz okay, aber muss ich nicht direkt wieder spielen. Vielleicht in ein paar Monaten. 2, 3, 4 Monate, irgendwie sowas. Habe ich nicht ja gesagt, glaube ich. Das letzte Mal habe ich ja gesagt bei dir, das ist schon bestimmt ein paar Wochen her. Hä? Warte mal, was? Macht mir der Schaden, während ich da das Item aufheb? Dachte so, okay, ich stehe da jetzt einfach rum, warte bis dann Angriff vorbei ist, aber dann, hä? Ist voll dumm. Ripe Mango zweimal, hm. Sehr cool. Aber da habe ich bestimmt nicht ja gesagt. Yulaoi, get out! Nein, Spaß, bleib hier. Ach, bei Smash warst du dabei? Wo ist denn die Kiste? Warte mal. Da oben oder was? Smash. Könnte ich mal wieder spielen? Ja, ist bei mir auch schon ein bisschen länger her. Ein paar Wochen. Na, hier ist die Kiste. Discord nachschauen, oh mein Gott. Ich spiele jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Dann kann ich gucken, wie das gewesen ist. Another entry from Reed's Log. Let's read it. I've escaped the tentacle titan and set foot on the island to begin investigating. Unfortunately, the Leftaria is screwed this time by naught but rebel, barely worth their own weight in horse manure. The Navy picked these lot, they are criminals to a man and inexperienced besides. Obviously, no seasoned sailor would agree to come near the Isle of Siren, but that changes nothing of this madness. One of the fools fought to mutiny and take my ship. Das ist so komisch geschrieben irgendwie. But I put the boot to him and sent him into the water. I have too many rebellious men to contend with. To say nothing of the beasts of this island. I've not seen their like before. I'm continuing to investigate, but my progress is held back by some malady. I'm tired and I believe a feather has taken hold of me. Loath as I am to admit it, I may be in peril. Once I am done with my writing, I will take to my bed and attempt to rest. That's where it ends. Tentacle Titan, does he mean the Okeanos? He must have been one hell of a sailor to make it ashore with his ship in one piece. Still, it sounds like things took a turn for the worse after he arrived. Yes, he must have contracted an illness. I wonder what happened to him in the end. Door opened. Let's keep going, Adol. Seid ihr das nicht mittlerweile gewöhnt, dass immer nach dem Lesen sich was öffnet? Schenke ich einfach wieder. Das wollte ich. Nee, musst du wirklich nie machen. Wir finden schon was mit unserem eigenen Geld auch. Sense Stone. Oh, Kristall zum Speichern. Pirates Note 6. Oh. Gibt's tatsächlich noch welche? I've been told to investigate the island, Captain's orders. I think that's all that's kept me alive, really. But is there really a chance we'll get out of here with our lives? I don't know, but I'll do as the captain says. I have to believe there's a chance. Okay. Kommt jetzt vielleicht ein Bossfight? Wir sind wieder auf dem Deck, vielleicht. Das könnte gut sein.
Yola Oi. Ach, jetzt weiß ich, wer du bist. Glaube ich, ja doch. Chrissy, du alter, nee. du warst aber bei mir noch nie im Stream, oder? Okay, ja, ich glaube, es kommt ein Bossfight. We're back on the deck somehow. What's going on? Nee, nee, nicht Real Life, aber Internet. Und wir kennen uns schon ziemlich lang. Wow. First Soul of a Great Pirate, Pirate Revenant. So ein Überdämon, Alter. Was mit dem Arm? Ist halt irgendwie eine Klinge auf dem Arm. Ah ja, okay. 2011, 2012. Seit 2012 bestimmt. 2011 weiß ich nicht so ganz. Könnte aber auch gut sein, ja. Aua. Ist schon creepy, das Viech. Level 48. Aber er hat nur eine HP-Leiste, also mal schauen, wie lange das dauert. Aber ich wollte gerade den Konter machen. Aber war ein bisschen zu viel. Nein, jetzt kommen da noch Skelette dazu. 2009 hatte ich noch kein Internet. Nein, oh, scheiße. Na, jetzt habe ich den Konter mal hinbekommen, nachdem ich ihn wie sonst was gespammt habe. Ich mach mal die Ulti. Ja, als ich letztens in Berlin war, vor, wie lange ist es her? 3 Wochen? 4 Wochen? Ne, 4 Wochen noch nicht. Da habe ich halt in Berlin ihm dann geschrieben, ob er sich treffen will. Aber da hatte er schon was vor und ja. Aber ja, ab Herbst geht das bestimmt mal. Okay, ich muss mal wechseln. Ja, werde ich machen. Auf jeden Fall. Und diesmal auch ein bisschen früher. Weil es ist mir erst voll spät eingefallen, also als ich schon in Berlin war, dass du auch in Berlin wohnst. Und ja. So. Ja, der war... Der war recht easy. Paint a Flamestone from the Pirate Revenant. Achso, zum Waffen- und Rüstungsupgraden.